Die katholische Kirche ist da irgendwie Anfänger in Sachen Vertuschung, hat man den Eindruck, dass sie so dilettantisch davor geht und dann am Schluss noch nicht mal die eigenen Konspiranten da richtig aufklärt, was man zu tun hat und wie man das macht. Also da stecken sie noch in den Kinderschuhen ein bisschen. Also ich würde die Bezeichnung unprofessionell wählen. Anfänger erweckt den Eindruck, als hätten die womöglich nie was zu vertuschen gehabt. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube nur, sie hatten die Notwendigkeit, sich groß zu rechtfertigen. Von daher wäre ich nicht gegen die Bezeichnung, dass sie Anfänger in Sachen Vertuschung sind, sondern ich würde einfach nur sagen... Okay, nicht in Sachen Vertuschung, aber in diesen konspirativen Pressemeldungen und so weiter. Das scheint noch ein erheblicher Nachholbedarf, dass man das vielleicht in Zukunft doch ein bisschen besser hinkriegt. Die CDU gibt da Kurse, glaube ich. Ja, die haben irgendwie noch nicht richtig mitbekommen, dass es das Internet gibt. Hat man immer den Eindruck, oder? Ja, schon, ja. Gibt doch die Vatikanseite, oder? Das Holy See hat dort... VA? Ja, klar, das ist die Vatikanseite, aber die haben noch nicht gerafft, dass man jetzt ganz viele Informationen sehr schnell übers Internet verbreiten kann. Das ist denen noch nicht so richtig bewusst. Ja gut, wenn man natürlich die Informationen, wenn, dann auch auf Lateinisch verfügbar macht. Gut, im Internet, das ist ja beim Vatikan so, ne, dass die Dokumente dann teilweise nur auf Lateinisch der offiziellen verbindlichen Amtssprache eben des Vatikans verfügbar sind.